Liebe Menschen, gute Seelen. Viele von euch kennen Felix Idris Baric ja aus unserem YouTube-Interview über die spirituelle Dimension von Impfungen. So viele Menschen haben uns seither kontaktiert auf allen möglichen Kanälen mit der Bitte um Hilfe, mit der Bitte um eine Impfausleitung vom Felix. Und wir konnten all den vielen Anfragen gar nicht gerecht werden. Deshalb habe ich mich heute entschlossen, einen Zoom-Vortrag zu diesem Thema, den ich bereits im Jahre 2021 mit Felix gemacht habe, nochmal neu hochzuladen, euch vorzustellen, weil er auch Auftakt einer dreiteiligen Online-Schulung zu dieser Thematik ist. Alle Angaben dazu findest du im Abspann dieses Videos. Dieses alles umfassende Phänomen ist im Grunde gesehen noch relativ jung und so steckt auch das Thema Impfausleitung noch in den Kinderschuhen. Und so bitte ich dich, auch unsere Arbeit als eine Art Forschungsprojekt zu sehen, an dem wir alle gemeinsam noch wachsen können und dürfen. Felix kann dir viele Anleitungen geben, viele Fragen beantworten, aber er kann kein Heilversprechen geben. Ein paar Worte zu Felix. Ich selber habe Felix im Jahre 2012 kennengelernt bei einer Podiumsdiskussion, die ich damals moderieren durfte. Er war der Dolmetscher einer hohen tibetischen Persönlichkeit und als solcher hat er mich fasziniert, weil er hatte das allumfassende Wissen und eine tiefere Schau in die Abläufe und Bewegungen unseres Lebens. Und so wünsche ich dir eine schöne und inspirierte Zeit. Mit Felix. Hallo Felix, ich übergebe dir das Wort. Ich begrüße euch von ganzem Herzen. 99 Teilnehmer außer mir, was für eine wunderbare Zahl. So viel wie die Qualitäten Gottes, so viel wie die Namen, die wichtigsten heiligen Namen Gottes. Als ich vor ein paar Tagen in der Natur die aufgehende Sonne grüßte, löste sich ein großer Schwarm von Wildgänsen und flog direkt in die Sonne. Und ich spürte, das sind die Seelen, die heute Abend hiermit verbunden sind mit uns. Und es gab ein paar, die in die andere Richtung flogen. Wie das so ist, gibt es immer den einen Strom und den anderen Strom. Und die Worte waren sehr lieb, die du gesprochen hast, Maria. Ich hoffe, dass ein bisschen von diesen Erfahrungen, die ich gehabt habe in meinem Leben, in den verschiedenen Völkern, bei den Eingeborenen und in Indien, bei den Sadhus, mein Retreat bei seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und meinem wunderbaren Sufi-Lehrer Hazrat Inayat Khan, der mir gezeigt hat, wie man die Musik benutzen kann, um die Seelen aus dem Totenreich wieder zu erlösen. Das ist nicht nur die Aufgabe von Orpheus gewesen, der in alten Zeiten in das Totenreich hinabgestiegen ist und auch die Aufgabe von Herkules als Symbol für die Sonne, die früher als Surya angebetet wurde in Indien, sondern ist auch die Aufgabe von Hermes. Ich fühle mich sehr verbunden mit den hermetischen Traditionen. Hermetische Traditionen bedeuten gleichzeitig den Blick für das Göttliche oder für das Absolute, für das strahlende Licht im Menschen zu haben, als auch zu sehen, wo seine Schwingungen sozusagen gestört sind, so wie ein Stein, der ins Wasser gefallen ist, sein Energiefeld verändern und ihn davon zu erlösen. Diesen doppelten Blick, den muss ein Heiler auf jeden Menschen haben, den er hat. Und den hat, entwickelt man natürlich auch für eine Zeit. Man spürt, wenn einer Zeit etwas nicht stimmt. Und wenn man Zugang zu dieser Urquelle hat, zu diesem Ursprung hat, hat man auch Zugang zu diesem ursprünglichen Wissen, was man die yogische Wahrnehmung oder die direkte Wahrnehmung nennt. Und darum geht es, dass wir in unserer Zeit berufen sind, jeder einzeln diese Verbindung in uns wiederherzustellen und aus dieser heraus zu leben. Wir könnten sagen, die Aufgabe unserer Zeit besteht darin, dass jeder Einzelne seinen Strahl zur zentralen Sonne, zum Licht aller Lichter, dem Nur Anawa, selber findet und auf diesem Strahl seine eigene Medizin findet. Denn die Medizin, das ist das, was uns verbindet. Das ist die Religion
unserer Zeit. Und wir werden in wenigen Jahren ein wunderbares Sextil haben zwischen dem Neptun genau am Übergang von seinem christlichen Sternzeichen, dem Fischezeitalter, in das Widderzeichen, in der gleichen Zeit, wenn der Uranus übergeht vom Stier in den Zwilling. Und das bedeutet, dass wir im Augenblicklich noch in einer Zeit sind, in der wir uns auf diesen großen Übergang in ein neues Zeitalter vorbereiten. Und ihr wisst, es ist wie beim Wasser. Wenn eine große Welle kommt, kommt vorher ein großes Wellental. Wenn der Tag besonders sonnig wird, ist die Nacht besonders klar und besonders dunkel, ganz anders, als wenn Wolken da sind. Und es gilt, die Zeichen der Zeit jetzt richtig zu verstehen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe mit Klienten, die Covid-19 hatten und mit denen, die behandelt worden sind und mit den Impfungen, hat mich im November letzten Jahres dazu veranlasst, ein Zoom-Meeting zu machen zum Thema die spirituelle Dimension von Impfungen. Denn mit Impfungen als ein völlig unbekanntes Störfaktor, der uns zum Zugang unserer eigenen Göttlichkeit verhindern kann, ist sehr, sehr wenig bekannt. Und zu dem Meeting sind, glaube ich, 23 Leute gekommen oder so. Also es ist schon super, dass wir heute 100 und vielleicht noch viel mehr wären. Das freut mich sehr. Und es ist sehr wichtig, dass wir auf diese Metaebene kommen, um die jetzige Diskussion zu entschärfen. Denn solange wir uns innerhalb derselben Paradigmen bewegen, innerhalb derselben Argumentationsstrukturen, in denen Kräfte aktiv sind, über die ich im Laufe des Abends sprechen möchte, haben wir überhaupt keine Chance, uns daraus zu erheben. Wie der Buddha sagte in seiner Prajnaparamita, in der Vollkommenheit der Weisheit, Gati, Gati, Paragati, Parasangati, Buddhasoa, darüber hinausgehen, immer die Ebenen wechseln, sich nicht auf der Diskussionsebene einlassen, dies oder jenes. Wenn wir uns Menschen als einzigartige Geschöpfe erkennen, die multidimensionale Wesen sind, dann werden wir auch erkennen, dass jede Ebene ihre eigene Medizin hat. Und das sagte schon Paracelsus und das sagte Hermes Trismegistus. Alle sagten, das stand selbst, die Koshas in den indischen Veden sprechen davon, dass der Mensch ja von mehreren Sphären umgeben ist. Und diese Sphären, die sehe ich manchmal wie verschiedene Abschnitte im Regenbogen, wo man auch nicht ganz genau sagen kann, wo fängt gelb an und wo hört grün auf. Aber die schwingen in einer ganz bestimmten Art und Weise. Und was nicht sehr gut bekannt ist, ich habe jedenfalls in der Literatur nichts gefunden, aber mir erscheint es so, als gäbe es eine Art Kohäsionskraft auf jeder Ebene. Das heißt, jede Ebene eines Menschen, der an all seinen Dimensionen schwingt, hat eine leichte, wie so ein Dottersack, wie eine Seifenblase um jede dieser Ebenen. Man könnte zum Beispiel sagen, auf der einen Seite geht das Wasser durch alle Ebenen durch, das Wasser als Symbol der Seele, das seinen Fluss hat vom Ursprung her, durch die allerfeinsten Ebenen bis in die feinstofflichen Ebenen, in die Kraft des Denkens. Also damit meine ich nicht die Denken vom Inhalt her, sondern das Denken in seiner Energie, die es ausstrahlt, wie ein liebevoller Gedanke spürbar ist. Manchmal berühre ich Menschen in der Behandlung und dann frage ich, oh, was hast du jetzt gedacht? Weil in dem Augenblick spürst du, dass sich das Energiefeld unter deinen Händen ändert. Und diese Art von Sensibilität führt dazu, dass immer ein Teil der Menschheit, und das schätze ich mal, wird immer mehr, aber zurzeit ist es sicherlich ein Fünftel, sehr, sehr empfindlich auf Impfung reagiert hat. Denn diese Impfung, die treiben eine Art Keil zwischen diese verschiedenen Körper. Und insbesondere kann man immer wieder erkennen, dass wenn man selbst im Augenblick einer Impfung in der Kindheit, und darum geht es mir, dass wir erkennen, dass die Geschichte der Impfung schon viel, viel früher ihren Ursprung nimmt, uns von unserem Göttlichen zu trennen, als jetzt erst bei der Corona-Impfung.
Wir müssen erkennen, was eigentlich passiert in ganz, ganz vielen Fällen, nicht in allen Fällen. Einige sind so angebunden, dass es nicht der Fall ist. Aber ihr wisst auch, dass einige Menschen Quecksilber in den Zähnen haben und davon keine Depression kriegen. Aber ihr wisst auch, dass wenn man eben nun mal darauf reagiert hat, kann es sein, dass man 7 Jahre Depression behandelt und nichts passiert, bis das Quecksilber rausgenommen wird. So einfach ist das. Und manchmal ist das mit Impfung auch so einfach. Wir müssen uns einfach dessen bewusst sein, dass es das gibt und uns die Frage stellen, haben eventuell meine Probleme, was weiß ich, dass ich immer noch nicht Satori erreicht habe oder dass ich meinen göttlichen Ursprung nicht finde, sondern immer nur im Denken bleibe. Haben die vielleicht etwas damit zu tun, dass in mir dieser Stachel des Bösen gesetzt ist, der Stachel des Todes, den ich integrieren muss, um ihn zu erlösen? Und das ist das, was ich beobachtet habe, was mit Impfungen schon seit Jahrzehnten passiert. Und es lässt sich auch ganz leicht erforschen, was ich an der Universität in Hamburg gemacht habe. Da habe ich dazu eine Bachelorarbeit geschrieben zur Impfforschung, zur Ethik der Impfforschung. Und ich weiß nicht, wie sehr ihr euch mit Astrologie und diesen Dingen beschäftigt. Aber es ist halt eine Tatsache, dass das im Außen, im Makrokosmischen gespiegelt wird, was im Mikrokosmischen vorhanden ist. Und dass die Spitze des Eisberges ein Ausdruck dessen ist, was im Verborgenen in viel, viel größerem Maße stattfindet. Und so ist es, dass eben zu der Zeit, als die Machtergreifung Hitlers stattfand, auch Kräfte aktiv geworden sind, die wir heute als die plutonischen Kräfte kennengelernt haben. Und Pluto steht allgemein ja für die Unterwelt. Es steht für den Vulkan, der aus dem Inneren aufbricht mit einer unbändigen Macht und mit der immer versucht wird. Es steht für Unterdrückung und für Transformation. Und alle Seelen in der heutigen Zeit sind, die auf einem spirituellen Weg sind, sind nicht hier sozusagen, um zu ernten, um zu konsumieren oder das alte traditionelle System aufrechtzuerhalten, sondern erwachte Seelen sind dazu da, um zu dem zu werden, wie die Welt einst sein wird nach dieser schweren Prüfung, die wir gerade durchgehen. Ich habe immer wieder das Bild, man spricht da von dem Hüter der Schwelle, dass der Hüter der Schwelle sagt, werde zu dem, was du sein sollst. Also wie wird die Welt überleben? Die Welt wird überleben ein bisschen, wenn sie wieder so ist, wie die Indianer gelebt haben, bei denen ich viele Jahre war. Es ist unglaublich, was die für eine Ausstrahlung und für eine Gesundheit haben. Die natürlichste Gesundheit der Welt. Und sie fühlt sich so leicht an. Sie fühlt sich als das Natürlichste der Welt an. Und Meditation ist bei den Indianern das Natürlichste von der Welt. Wir haben manchmal Wochen da gesessen und irgendeine Handwerksarbeit gemacht und waren einfach nur glücklich. Und heilen sollte genauso glücklich machen. Für jeden Einzelnen auf seinem Strahl die Medizin suchen. Die Medizin in der heutigen Zeit sollte aber nicht nur feinstofflich sein, wie Homöopathie, Akupunktur und viele, viele andere wunderbare Methoden, sondern sie braucht einen geistigen Aspekt. Also wenn ihr euch mit Homöopathie auskennt, dann wisst ihr, dass dort die Substanzen verdünnt und potenziert werden, sodass sie eine Kraft haben, in den Ätherleib des Menschen auf sehr hoher Ebene einzuwirken. Aber was jetzt ansteht, ist, dass wir Kräfte rufen müssen, die mit hineinfließen in die Materialisation. Ist diese Kräfte, die heute am Werk sind, um zu verhindern, dass der Mensch in seine Freiheit kommt. Und das ist das Experiment, um das es mit dem Menschen gibt, dass der Mensch erwacht aus Freiheit. Genau deswegen wird uns nicht gesagt, oh, es gibt tolle Medizin, es gibt tolle Pflanzen, es gibt tolles Yoga, das hilft, atmen, umarmen, lieben, alles das hilft. Das wird nicht gesagt, weil wir es selber für uns entdecken müssen. Es ist ja völlig anderes, wenn wir selber was entdecken, als wenn uns das sozusagen von außen in die Wiege gelegt wird. Also diese Aufgabe, gegen den Widerstand zu schwimmen, uns dafür zu entscheiden und dran zu bleiben, stark zu werden, dadurch werden wir geläutert und gereinigt und werden zu dem, was später einmal überlebensfähig sein wird.
Die Welt ist nicht mehr überlebensfähig in dieser alten Methode. Aber alle sagen, aber wenn du dich impfen lässt, jetzt mit Corona-Impfung, dann kannst du so weitermachen, wie es eigentlich so und so nicht geht. Konsumieren und reisen und dies und so weiter machen. Aber es wird nicht funktionieren, sondern was funktionieren wird, ist eine Lebensweise, die geistig erwacht ist aus der Selbstständigkeit, aus der Individualisierung in Gemeinschaften zusammen, die jetzt in diesen 11 Jahren, wo der Uranus im Stier steht, dafür sorgen, dass die Communities in die Welt gehen, auch aufs Land gehen, wo wir uns ernähren können, unabhängig von Strukturen, die jetzt sind, und dort auch die Geistwesen erlösen, die Naturwesen erlösen, im Zusammenarbeiten mit großen geistigen Kräften. Und da ist eine Kraft ganz besonders wichtig, und das ist die Kraft des heiligen Michael. Wir haben am heiligen Michaelabend, in der Nacht des heiligen Michaels, in einem Alchemielabor in Hamburg Gold mit Meteorit verschmolzen unter Gebet und Anrufung und Herbeirufung des Kraft des Michaels. Diese Medizin, die hat einen unglaublichen heilenden Effekt, um Menschen auch geistig beizustehen, die schon geimpft worden sind, wobei ich gerne nachher nochmal darauf eingehen muss, welche geistige Haltung notwendig ist, damit wir überhaupt uns davon wieder befreien können. Das war jetzt mein erster Redeschwall, Maria. Ich möchte gerne wissen, ob das in Ordnung ist, wenn ich ja so emphatisch rede, weil wir so schnell, weil wir so wenig Zeit haben und es ist so wichtig, dass wir das alles verstehen. Gib mir mal ein kurzes Feedback, bitte. Das ist so lieb von dir. Also ich möchte allen Menschen da draußen sagen, ich habe mit Felix schon begonnen, einen Film zu drehen, und es ist unfassbar. Jedes Mal, wenn ich ihm begegne und wir sprechen, kommen neue, wunderbare Weisheiten. Er sagt, er spricht jedes Mal was anderes. Es kommt immer aus dem Moment heraus. Und da ist so viel Weisheit in dir. Deswegen möchte ich dich einfach weiter laufen lassen. Ich möchte aber eines bitte unbedingt erwähnen, was ich vergessen habe in deiner Vorstellung, dass du natürlich Heilpraktiker bist, schon seit vielen Jahren, und in deinem Leben 40.000 oder rund 40.000 Impftestungen gemacht hast und rund 5.000 Impfausleitungen. Da ging es vor allem um Kinderimpfungen und dann eben auch um jetzt aktuell um die Corona-Impfung. Das möchte ich unbedingt auch noch gesagt haben, bevor ich dich einfach weiter schwimmen lasse in diesem göttlichen Fluss deiner Rede. Danke, Maria. Du hast mich wieder auf die Spur gebracht. Und denn ich hatte im Vorfeld natürlich gespürt, was sollte ich sagen, und habe jede Nacht einen Traum gehabt, der mir die Informationen gegeben hat, was nötig ist für die Seelen, die heute dabei sind. Und einer davon bestand darin, dass ich von zwei Kindern berichten sollte, die 1995 in meine Praxis gekommen sind, mit 1,5 und 3 Jahren, die jeden Monat im Krankenhaus landeten, weil sie Fieberkrämpfe hatten. Und ihre Aura war total zerrüttet. Die Mutter Künstlerin, der Vater aus Indien. Und es war sofort sichtbar, dass sie definitiv unter einem sogenannten Impffolgesyndrom litten. Das habe ich dann auch kinesiologisch ausgetestet. Diese kinesiologische Testung ist deswegen wichtig, weil jeder sie machen kann. Und jeder kann sich eben die Frage stellen, hat mein Thema damit etwas zu tun, mit Impfung oder nicht? Dann gibt es noch 4, 5 andere Methoden, mit denen man diesen Zugang, ich nenne das immer, an den verborgenen Teil des Eisbergs wiederfinden kann, an das Gesamtsystem deines energetischen Feldes. Die kann ich aber heute Abend nicht besprechen, aber bei den Kindern haben wir das mit 1, 2 Mitteln ausgeleitet, dieses Impffolgesyndrom, und die Fieberkrämpfe haben total aufgehört. Und damit die Mutter für den Notfall immer was da hatte, hat sie einen kleinen Satz mit homöopathischen Mitteln bekommen, mit 28 Mitteln, die sie für Notfall zu Hause haben sollte, falls am Wochenende mal was ist. Und
nur durch ihre Selbstanwendung waren es Kinder, die dann bis zum Abitur keine Fehlzeiten mehr in der Schule hatten. Und sie ist halt, die Mutter ist zu einer kleinen Homöopathin für die ganze Schulklasse geworden. Also alles, was wir für uns lernen, das können wir auch an andere weitergeben. Und diese Kinder sind dann später nochmal zu mir gekommen, als es darum ging, welchen Weg sie im Leben einschlagen. Und deswegen erzähle ich das, weil wenn wir sozusagen auf unserer eigenen Schiene sind, wenn wir sozusagen das Leben, wofür wir hier sind, wenn wir unsere Persönlichkeit und unsere Lebensstruktur an dem ausrichten, was unsere Seele hier erledigen möchten, dann haben wir einen ganz großen Teil der Gesundheit für uns schon auf unserer Seite. In der Astrologie ist das Haus der Gesundheit das sechste Haus, was zugleich für die Jungfrau steht, für die heilende Kraft und für die Anpassung ans Leben, wie wir unser Geld verdienen. Und eines der acht Pfade des achtfältigen Pfades, die der Buddha gelehrt hat, ist eben der rechte Lebenserwerb. Sobald wir unser Leben mit etwas erwerben, was unserer Entfaltung, unserem Seelenpotenzial entspricht, bestehen große Chancen, dass wir gesund werden. Und es bedeutet eine ganz neue Orientierung in der Pädagogik, wie wir uns ausrichten und wenn wir es vorher nicht gemacht haben, auf was wir eventuell verzichten müssen, wenn wir uns jetzt auf eine Zeit einstellen wollen, in der wir in Resonanz mit dem Göttlichen leben wollen in uns. Ich nenne das das Göttliche, wir könnten es auch das Absolute oder Shunyata, die Leerheit nennen. Das ist nicht so wichtig, wie wir das nennen, sondern es ist der höchste Punkt. Nur wenn wir uns mit Heilung beschäftigen, dann ist es so, dass wir oft uns vielleicht an Gott wenden oder an das Innerste wenden, beziehungsweise leider tun wir es eben nicht. Aber sagen wir mal, das wäre das Natürlichste. Um es mal zu sehen, bin ich im Einklang mit meinem eigenen Lebensweg. Also wie wäre das, wenn wir irgendein Leiden haben und dann nicht sagen würden, das will ich nicht, das drücke ich weg, sondern, ach, wie interessant. Ich habe mal seine Heiligkeit übersetzt in Hannover. Dann sprach er mit 1000 Kindern und sagte, ihr werdet die Generation sein, wenn Probleme auftauchen, werdet ihr reagieren mit, ach, wie interessant, darf ich dich mal näher kennenlernen? So, darf ich dich mal hinterfragen? Und wenn wir es nicht wissen sofort, dann fragen wir eben unsere Träume und dann fragen wir unser Innerstes. Und dieser Zugang, der muss frei sein. Und da sind wir eben durch diese frühkindlichen Impfungen manchmal versperrt und deswegen ist es so wichtig, sie aufzulösen. Es scheint mir so, wie als würde auf der Ebene von der Leber und der Milz, die Milz in der chinesischen Medizin traditionell der Sitz des Selbst, aber auch dieses Chakra, das Halschakra, das Vishuddha-Chakra als Ausdruck der Matrix. Und der Matrix unseres gesunden Körpers, unseres gesunden Feldes, da brauchen wir einen Zugang. Und wenn das auseinandergedrückt wird, dann entsteht eine Art Spaltung in uns. Und in diese Spaltung, wenn ihr ein Vakuum habt, die Leerheit, dann fließt Luft ein. Und dann entsteht etwas, was nicht mehr in der Vertikalen ist, sondern in der Horizontalen sich ausschließlich bewegt. Und dann versuchen wir, diesen Spalt ist eine Lücke und da rufen wir das Unglücke mit herbei. Das versuchen wir wieder zu füllen, indem wir ja Ersatzbefriedigung sozusagen haben. Und ein Zeichen, wo man erkennen kann, es gibt hunderte von Zeichen, wo man sich zumindest Verdacht schöpfen kann auf Impffolgen, aber es gibt einige Zeichen, die sehr deutlich sind. Und das ist das rechte Maß. In Sanskrit bedeutet das rechte Maß angemessen Shila und das heißt zugleich Ethik. Wenn wir unseren inneren Ethik nicht mehr gehorchen, und das ist für die Indianer selbstverständlich, dass jeder eine andere innere Ethik hat, dass das nicht Moralvorstellungen sind, die von draußen gegeben werden oder es ist nicht die Lehrerin, die uns sagt, sondern wir sind berufen, unserer inneren Ethik, unserem inneren Ruf zu folgen.
Und jetzt mag das vielleicht erscheinen, das ist dann ja etwas Beliebiges, aber ist es interessanterweise nicht. Weil wenn wir es gelernt haben, auf diese innere Wahrheit zu horchen und ihr zu gehorchen, dann werden wir wesentlich. Dann tun wir das Wesentliche im rechten Maß. Und dieses rechte Maß, das ist seit Urzeiten das Kriterium für Gesundheit, die Ausgeglichenheit der Säfte, die Ausgeglichenheit der Elemente. Und das rechte Maß ist die Quintessenz, das Besondere, was man nicht greifen kann, was man nicht sagen, was man nicht fassen kann. Das ist sozusagen das Maß der Dinge. Und wir finden diese Symbolik nicht nur im Pentagramm, in dem Menschen, in der Mitte des Kreuzes als Rose, als Christusbewusstsein. Wir finden es auch in der Mitte des Mandalas mit den 5 Buddha-Familien. Wir finden es im Medizinrad, in der Mitte, wo die Gegensätze sich in allen Richtungen ausgleichen, aber nicht im Sinne von einem Kurzschluss, sondern in einem Sinne von einer Integration in einem Geistesbewusstsein, in dem mehrere, zum Teil sich gegenseitig ausschließende Zustände gleichzeitig sind. Also ein Zustand, in dem man gleichzeitig leidet und voller Freude ist. Ein Zustand, in dem man heiß und kalt gleichzeitig ist. In dem man den Himmel und die unendliche Weite über sich gleichzeitig spürt, wie die Erde in sich. Wenn wir in diesem Fluss wieder leben, aus der Ewigkeit in die Welt hinein, also nicht so eine Spiritualität, wo wir versuchen, das Ewige zu ergreifen oder das Ewige zu fassen und festzuhalten, sondern in dieser Welt aktiv zu bleiben, dann brauchen wir nicht mal so viel meditieren. Weil in diesem Fluss wird uns einfach alles gegeben, wenn wir die Quelle offen haben. Und darum geht es mir, dass wir erkennen, dass diese Quelle in ganz, ganz vielen Fällen schon sehr frühzeitig verschüttet worden ist. Und ja, darf ich vielleicht mal ein Beispiel geben, wie man das gut erkennen kann? Wenn, ja, Maria, bist du damit einverstanden, dass ich mal ein Beispiel gebe? Also nehmen wir mal die Krankheit Diphtherie, nur als Beispiel. Diphtherie, wisst ihr, das schnürt einen den Kehlkopf zu, das ist genau dieses Chakrakreis, hängt mit dem Selbstausdruck zusammen. Und wenn ihr Kinder hattet, die ungeimpft sind und die hatten Diphtherie, dann wisst ihr, dass sie danach die Fähigkeit haben zu sagen, Papa, das sehe ich anders. Mama, das will ich aber nicht. Sie haben gelernt, sich selbst auszudrücken, sozusagen entgegen der Autorität, ihre eigene Autorität Ausdruck zu verleihen. Das ist die Herausforderung. Einige Kinder entwickeln das normal, aber andere Kinder haben vielleicht den Saturn im Zwilling stehen, in diesem Chakra stehen oder irgendetwas, dass sie eine Schwierigkeit haben. Aber überall, wo die Schwierigkeit ist, ist eben eine besondere Herausforderung, weil wir es besonders gut können. Wir sehen immer wieder, dass Menschen, die vor großen Schwierigkeiten stehen, darin ihr größtes Potenzial entwickeln. Und dann kann es sein, dass die Diphtherieimpfung dazu führt, dass dieser unerlöste Zustand als Problem einzementiert wird. So ähnlich wie wenn unsere Abwehrschwäche gering ist und wir die Blasenentzündung nicht überwinden können, dann nehmen wir Antibiotika und mit großer Wahrscheinlichkeit kommt sie dann nach einem Monat wieder. Und wir werden erst diesen Zyklus von Antibiotikas gegen das Leben los, wenn wir irgendwann mal die Blasenentzündung durchgestanden haben. Vielleicht mit Unterstützung von Pflanzen, Reiki-Yoga, was es alles gibt, Wärmflaschen und so weiter und so fort, Homöopathie, das spielt keine Rolle. Aber so wie wir einmal durch sind, haben wir es gelernt und sie kommen nicht wieder. Ich kann von hunderten solchen Fällen erzählen. So wie es aufgelöst und integriert ist, haben wir den Sinn der Krankheit erfüllt und brauchen sie nicht mehr, um uns selber zu werden. Aber der ganze medizinische Ansatz, der sozusagen auf relativ korrupte Weise sich durchgesetzt hat und die Arztausbildung einseitig beeinflusst hat, basiert auf einem Menschenbild, dass wir rein mechanisch, biologisch, chemische Abläufe sind, ohne Verständnis dessen, was die Wärme des Lebens, was das Fluidum des Lebens, dass das Leben eigentlich selber ist. Und das Leben kann eben nicht mechanisch im Reagenzgas hergestellt werden. Und alle Medizin basiert darauf, dass sie patentiert werden kann
und Geld mit ihr verdient werden kann. Und Impfungen sind ein ganz neuer Schlager, ein ganz unglaublicher Schlager, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat. Erforscht wurden diese subtilen Dosen in den Konzentrationslagern und wurden von den großen Pharmafirmen hinterher weitergeführt. Woher kam diese Idee des Subtilen, des Feinen? Das kam eigentlich aus den großen Epidemien der kapitalistischen Hochzeit im 19. Jahrhundert, als die Epidemien waren, haben nämlich die Homöopathen interessanterweise extrem hohe Erfolgsheilungen durchgeführt. Die Homöopathie selber ist ja erst ein wenig über 200 Jahre alt, aber diese Erkenntnis, dass die Menschheit immer feiner schwingt und dass je subtiler etwas schwingt, je kraftvoller wirkt es. Also eine C200 wirkt stärker als eine C30. Und als eine C12. Und wie soll man sagen, natürlich kann man, wenn jemand Haudegen ist, dagegen hauen und eventuell kann man siegen. Aber wenn seine Frau ein paar liebkosende Worte sagt, wird er weich wie ein Stein. Woran liegt das? Weil die Zartheit immer stärker ist als das Grobe. Und diese Medizin, ja, darum geht es mir. Eine Medizin brauchen wir, die feinstofflich ist, weil wir ins Wassermann-Zeitalter kommen. Das ist das Zeitalter der Energie. Immer mehr Menschen können diese Energiefelder sehen, spüren, ertasten und dem Geist. Und das ist deswegen, freue ich mich, dass wir heute sprechen können, um zu wissen, es gibt Möglichkeiten, den Geist in deine Behandlung, in dein Leben zu rufen. Die Angst, die ist kontraproduktiv. Die Angst ist natürlich enge. Die Angst ist ein Instrument, was auch immer dazu geführt hat, dass die Menschen, wenn ein Kind von einer Million Masern so schwer hat, dass es daran krankt, was vielleicht auch karmisch bedingt sein kann, was auf den 4, 5 Stufen der verschiedenen Energieintensitäten damit zu führen kann, dass dieses Kind oder dieser Mensch etwas erlösen möchte. Wenn man dafür in Kauf nimmt und das so verkauft, dass die Menschen Angst davor haben, bis hin zu dem Punkt, dass dann Millionen, Milliarden Menschen dagegen geimpft werden und das Risiko von Blockaden ihrer eigenen Lebenskraft hinnehmen, dann sieht man, dass es alles sozusagen auf den Kopf gestellt ist. Ich glaube, das kann man einfach so sagen. Aus meiner Perspektive ist das medizinische System auf den Kopf gestellt, sozusagen die Materie als Selbstzweck und entgegen dem, was Kant gesagt hat, benutze niemals einen Mensch nur zum Zwecke, sondern immer als einen Selbstzweck, um seiner selbst willen. Und ja, das ist eben leider nicht immer der Fall, selbst wenn die Ärzte mit all ihrem Wissen sich bemühen, das Beste zu machen. Und manchmal ist es so gut, dass es das gibt. Ich habe sogar schon einige Fälle gehabt, wo ich Menschen zu Impfungen, die absolut gegen Impfung war, gesagt habe, aber die Energie, dein Energiefeld sagt, du brauchst das. Ich denke zum Beispiel an ein junges Mädchen nach dem Abitur, wollte in den Slums in Brasilien arbeiten, gutes Herz, total impfkritische Familie. Aber der Test hat gesagt, du brauchst eine Hepatitis-Impfung, du brauchst eine Hepatitis-Impfung. Die haben wir dann homöopathisch begleitet und sie war das einzige Kind oder die einzige Jugendliche in dem ganzen Team, die nicht sehr schwer an Hepatitis erkrankt ist, sondern überhaupt nicht erkrankt ist. Das heißt, unser Energiesystem kennt schon unsere Zukunft. Unser Energiesystem kennt unsere Vergangenheit. Es gibt zwei essentielle Fragen, auf die ich in unserem Kurs ganz intensiv eingehen möchte, die jeder an den Anfang stellen soll. Haben meine Probleme mit Impfung was zu tun? Ja oder nein? Das ist die erste Frage. Und dann kann man weitersehen. Und die zweite Frage ist, gibt es eine Gefahr für mich in der Zukunft mit einer bestimmten Krankheit oder mit einer bestimmten Impfung? Auch das weiß das System. Denn Zeit ist eine Illusion. Wir sind nicht aus der Vergangenheit sozusagen definiert und nicht aus der Zukunft allein definiert. Wir sind immer aus dem Hier und Jetzt definiert, die Vertikale. Und diese Medizin, die sich an das ganze System wendet, ich nehme immer als Beispiel, als Bild davon den Eisberg, der den gesamten Eisberg mit einbezieht,
Dieses Bild, das kann uns dazu helfen, in einer vertikalen Medizin zu sein. Und alles ist Liebe. Alle Krankheit ist Liebe. Es bedeutet auf Hebräisch einfach nur noch nicht Licht. Dunkelheit ist noch nicht Licht. Krankheit ist noch nicht Licht. Und sie möchte Licht werden. Wenn wir unmittelbar so feinstofflich sind, dass wir Unwohlsein oder not to be at ease spüren, dann können wir sofort uns neu ausrichten und nach einer anderen Lösung finden. Wenn wir merken, wo ist dicke Luft, dann kann man vielleicht sagen, oh, was kann ich dazu beitragen, um das zu verändern? Wenn wir das nicht tun, dann kann es sein, dass wir ein Zeichen in unserem Traum bekommen. Ein Zeichen in unserem Traum, das sehr viel mit unserem Energiekörper zu tun hat, dem Mondkörper. Das ist dieser erste feinstoffliche Körper, der uns umgibt. Und wenn wir dann die Träume deuten, wenn wir achtsam sind, sozusagen bereit sind, dann können wir immer noch diese Veränderung vornehmen, aus der wir wieder gesund werden. Wenn wir das nicht verstehen und nicht hören, vielleicht weil wir vorm Schlafen gehen, doch noch lieber uns ablenken und auf eine andere Weise in unsere geistige Heimat wieder eintauchen, was im Schlaf immer passiert, wo wir durch diese Ebenen durchgehen, dann kann es sein, dass wir diese Zeichen nicht wahrnehmen und dann auch nichts haben, wonach wir uns richten und ausrichten können. Dann fängt der Körper an mit physiologischen Störungen, um uns noch wach zu rütteln. Und erst wenn wir das immer noch nicht verstehen, dann, was weiß ich, den Schmerz als Schrei der Seele wahrnehmen oder so etwas, dann gibt es erst physiologische beziehungsweise organische Gewebsschäden oder so etwas. 70% von Dysfunktionen kann der Körper ausgleichen. Es ist wirklich ein Tempel des Geistes. 70% mit einer Niere, die nicht mal richtig stark funktioniert, können wir noch die wichtigsten Dinge wieder zurückfiltern in unseren Körper. Mit Arterien, die verstopft sind, 70% dicht und wir können immer noch einen guten Kreislauf haben. Dann beginnen erst sozusagen Gewebs- und organische Symptome, die als Krankheit in der Schulmedizin gelten. Das ist dann aber oft schon viel zu spät. Dann braucht man wirklich drastische Maßnahmen. Wir spüren ja alle diese absolut unselige Spaltung, die ja auch ein sehr großes Gift für uns alle bedeutet. Kann es sein, dass, wovon du sprichst, dass die Menschen, die spüren, also die diesen vertikalen Weg gehen wollen, die in der Lage sind, sich auszurichten, die Seelen, die beschlossen haben, ich will nicht mehr auf der Horizontalen weiterlaufen in dem Maße, wie es jetzt eben die Gesellschaft getan hat über die letzten Hunderttausend Jahre, sondern ich möchte gerne eine Korrektur in die Vertikale unternehmen. Sind das die Seelen, die intuitiv spüren, dass jetzt auch die aktuellen Impfungen einfach nicht die Lösung sein können für sie persönlich? Und die anderen Seelen, die in diesem Hamsterrad der Horizontalen einfach weiter funktionieren wollen, das Leben so weiter dehnen wollen, jene, die sagen, wir brauchen das unbedingt, um unsere Körper zu schützen, um unser Leben zu schützen, um das ganze scheinbar funktionierende System zu schützen. Ist das, wo wir nicht zusammenkommen in der Diskussion? Ja, das ist die Ebene der Seele, die du ansprichst. Unsere Seele hat beschlossen, lange vor der Zeit jetzt hier zu sein. Wir haben längst beschlossen, Teil dieser Krise und dieser heutigen Zeit zu sein. Und es ist die Zeit, in der wir keine Außenorientierung mehr bekommen. Wir bekommen von keinem geistigen Führer von außen mehr gesagt, was unsere innere Leitschnur ist. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Wir sind in einer Zeit, wo jeder auf seinem eigenen Leitpfad, wenn man so will, wie Flugzeug, was landet auf einem Leitstrahl, den Weg in sein inneres Himmelreich zurückfinden muss, von dem Christus gesprochen hat, das Himmelreich liegt inwendig in dir. Und das Himmelreich, das ist die Verbindung von Vater und Mutter auf der Ebene des Göttlichen. Die sind eins und sind doch zwei.
Wenn wir heilen wollen, dann ist es allerdings besonders hilfreich, uns an die göttliche Mutter zu wenden, weil das Leben kommt aus der Mutter, aus dem Yin-Aspekt. Es kommt nicht so sehr aus dem Yang-Aspekt dieses ursprünglichen Dao, denn das steht über Leben und Tod. Die Gesellschaften, die Universen, die Schöpfungen, die Kulturen, wie viele Kulturen sind schon untergegangen? Nimm die ägyptische Kultur, die magische Zeit. Nimm die griechische, die römische Kultur. Wie viele Religionen sind schon untergegangen? Das ist alles aus der Quelle des Göttlichen. Aber wenn wir heilen wollen, dann müssen wir aus tiefstem Herzen uns an die gleichberechtigte Dienerin, die Mutter Gottes, richten. Und aus dieser Kraft kommt Hilfe. Und in dieser Peripherie stehen auch hohe geistige Einheiten wie der Erzengel Michael. Wir erkennen es daran, dass in unserer Zeit Pachamama, die Mutter Erde, wieder so gehuldigt wird. Und allein dadurch, dass wir eine Balkonpflanze huldigen, als wäre es ein Inbegriff des Heiligsten in unserem Körper, können wir Kontakt zu dieser Kraft wieder aufnehmen. Also wenn ich das Bild, was ich manchmal habe, ist das von einem schwarzen Loch. Wir wissen nicht, was in der Mitte ist. Es ist leer. Das ist die absolute Leerheit außerhalb von Zeit und Raum, die wir in der tiefsten Versenkung in der Natur des Geistes erfahren können. Aber es ist nicht notwendig, die Kraft, aus der heraus wir heilen können. Also wenn wir zu Gott rufen, dann kann es sein, so wie beim Fußballgott, man sagt, lieber Fußballgott, hilf unserer Gruppe, aber die andere Gruppe ruft auch zum Fußballgott, was soll der arme Kerl denn machen? Na, das sagt, er hört immer nur die Gebete und weiß gar nicht, was er machen soll. Also dann wäre es sinnvoll, zu dem Egregorien oder dem Geistführer deiner eigenen Gruppe zu beten. Das gab es früher bei allen Ständen, gab es ein Erzengel deines Standes. Und wir haben einen Erzengel für diejenigen, die jetzt die vertikale Medizin, die Energiemedizin aus dem Geiste ins Leben rufen wollen, weil das wird die Medizin sein der Zeit, in die wir hineinwachsen. Und dieser eine Verkörperung von dieser Kraft ist der Erzengel Michael. Ich hatte zweimal eine direkte Begegnung mit dem Erzengel Michael, einmal im Mont Saint-Michel, weswegen er da hinten steht. Und seine Botschaft ist ganz deutlich. Ich bin in dieser Zeit für euch da, damit ihr das Geistige in die Medizin wieder einbringen könnt. In der Medizin des Buddhismus wird schon seit jeher das Erstellen von Kräuterpillen mit Mantren verbunden. Entweder mit Mantren singen des Medizinbuddhas. Und wir wissen, wie sehr diese feinstofflichen Kräfte ins Wasser einfließen. Einfach nur, wie Emoto nachgewiesen hat, indem wir ein Wort wie Liebe oder Heilung auf das Wasserglas schreiben, können wir Wunderheilung erlangen. Amoghasiddhi, der Schutzgeist, der ist für unsere Zeit ganz besonders wichtig, um solche Medizin zu verkörpern. Und ich habe viele, viele solche Impfungen ausgeleitet. Ich schätze mal, vielleicht für die getestet habe ich bestimmt 40.000, 50.000 oder sowas, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass viele schwere Krankheiten allein dadurch gesund geworden sind, dass diese Impfung wieder ausgeleitet wurden, dass sie integriert geworden, dass das Thema mit mal meins geworden ist. Hatte ich eine Patientin, die sagte, mein Leben ist wie gelähmt. Ich habe keinen Job, ich habe keine Beziehung, ich habe keine Wohnung und sagt, alles ist wie gelähmt. Dann haben wir die Impfung durchgetestet. Ja, sie hatte ein Problem mit einer Impfung. Sie hatte auf die Polio-Impfung reagiert. Symptom des Polio-Krankheit ist die Lähmung. Saturn im zweiten Haus ihres Radix. Es war eine ganz besondere Herausforderung, aus der Lähmung in die Selbstverantwortung zu gehen. Die Selbstverantwortung, die größte Heilkraft in schweren Fällen wie Tumore und so weiter und so fort. In diese Selbstverantwortung zu gehen, und in ihrer Lähmung wurde sie durch diese Impffolge, weil das ein schwacher Punkt war oder eine besondere Kraft in ihrem Geburts-
Thema in ihrem Seelenweg war es eben gelähmt. Und es hat sich sofort gelöst, als wir dann die Polioimpfung ganz spezifisch aufgelöst haben und nicht nur die allgemeinen Impffolgesyndrommittel, so wie ich das gerne unterrichten möchte, dass das jeder selber für sich rausbekommen kann, weil ich kann halt nicht bis in alle Ewigkeiten Einzelbehandlung machen. Es wäre einfach schön, wenn dieses Wissen weiter in die Welt getragen wird, wie das wirkt. Und bevor ich auf die ganzen Besonderheiten eingehe, die jetzt mit dieser ganz konsequenten Weiterentwicklung dieses tödlichen Medizinmodells und Impfmodells geht, möchte ich vielleicht, wenn ihr damit einverstanden seid, die unglaubliche Chance wahrnehmen, dass Ophiel van Leer dabei ist, der heute Morgen mich angerufen hat. Und ich habe gesagt, Synchronizität ist immer ein Zeichen von geistiger Fügung, Führung oder wie man das nennen könnte. Und habe Ophiel gefragt, ob er bereit wäre, von diesem Erlebnis zu erzählen, von dem er mir heute Morgen erzählt hat, nachdem wir uns sozusagen zwischen Tür und Angel auf einem Chor-Workshop, wo du Dirigent warst, getroffen haben und du mich gefragt hast, Felix, ich bin eigentlich gesund, mir geht's prima, aber kannst du mal schauen, ob irgendwas mit Impfung ist oder nicht? Und dann haben wir festgestellt, ja, da ist was. Und jetzt habe ich heute Morgen von ihm gehört, dass tatsächlich was in Bewegung gekommen ist. Ophiel, darf ich dich stumm schalten? Oder hast du? Bist du schon? Ich habe ihn schon freigeschaltet. Ja, das ist wunderbar. Also, ja, Ophiel, danke, erzähl Liebe. Doch mal, was du erzählt, mir heute Morgen erzählt hast. Danke, liebe Felix, liebe Idris, für die Möglichkeit, das zu erzählen. Tatsächlich war ich sehr erstaunt über meine Erfahrungen. Du hast mich nach diesem Chorseminar getestet, so ein Muskeltest, wo ich selber auch gespürt habe, bei bestimmten Fragen, ja, hierauf reagiere ich. Ich habe es da so ein bisschen mitgekriegt, aber ich habe gemerkt, du hast eine enorme Erfahrung mit dem Testen. Also selber, wenn ich mit meinem Pendelchen mich teste, habe ich ab und zu noch Zweifel und du hast mich geholfen, die Zweifel zu überwinden. Und ein von den Impfungen, die ich als Baby gekriegt habe, war DTP, diese Kombi-Impfung. Und ich habe vor 12 Jahren, das habe ich dir bei der Gelegenheit nicht erzählt, einen kleinen Fahrradunfall gehabt, wo mein Arzt mich versorgt hat, mein Hausarzt, und gesagt hat, Herr van Leer, Sie müssen unbedingt die Tetanus-Impfung wiederholen. Und das habe ich dann gemacht, nicht so sehr nachdenkend. Und wenige Wochen danach habe ich ein blödes gesundheitliches Problem gekriegt, was ich jetzt im Rückblick deute als Impffolge von dieser anscheinend unschuldigen Tetanus-Impfung, was alle Menschen, viele Menschen nehmen, indem ich eine Art halbe Traumzustand hatte, ungewollt, was ich nicht beeinflussen konnte, was einen Tag lang gedauert hat und ab und zu zurückkam. Und du hattest mich geraten, um diese DTP-Impfung, der T steht für Tetanus, auszuleiten, in das einzuleiten mit Thuja-Homöopathie und dann dieses DTP in 3 Potenzen, in ein C12, ein C30 und ein letzten Tag ein C200-Dosis. Interessanterweise bei der C12 habe ich nichts gemerkt. Bei der C30 kam dieses Symptom zurück von der halben Traumzustand. Ich dachte, ha, das kennen wir schon. Also das habe ich dann gedeutet als eine Art Erstverschlimmung, habe das ruhig ausgehalten. Und dann die Tag darauf, und das war so interessant bei der C200-Dosis, habe ich erst überhaupt nichts gemerkt. Ich dachte, ach ja, das ist so subtil. Hoffentlich merkt meine Seele das. Aber dann ein paar Tage, ein paar Stunden später, an dem gleichen Tag, hatte ich das Gefühl,
als ob mein Kronchakra auf war, als ob endlich ein Deckel, die da immer war, weg war, als ob ich das Ziel, was beschäftige auch mich mit Meditation, ein Ziel, was man in Retreat hat, um mit dem Ursprung in Kontakt zu sein, als ob das einfach da war, aber ohne dass ich viel meditiert hatte. Und gleichzeitig war ich sehr, sehr in den Füßen, sehr, sehr hier, sehr präsent. Also ein Gefühl, dass diese Homöopathie bewirkte, dass ich sozusagen ein Stückchen weiter schauen konnte in meine eigene Entfaltung auf meinen spirituellen Weg. Und das war völlig unerwartet und sehr inspirierend. Leider ist es in dieser Intensität nicht geblieben, aber ich habe es mir wenigstens sehen können, wie das sein kann, um davon frei zu sein. Und ich bin da sehr dankbar. Soweit vielleicht. Vielen herzlichen Dank, Ophiel van Leer. Also das ist interessant, ne, dass du sagst, das Kronenchakra ging auf, das Erwachen, die Erleuchtung. Und dann heißt ja dieses große Phänomen der Zeit Corona. Und ja, sagt ja eigentlich alles. Vielleicht darf ich mich auch bei dir, Ophiel, dass du das geteilt hast. Denn es zeigt ganz deutlich, dass ist das Kronchakra, die Offenheit eben nicht reicht. Es ist wichtig, dass dieser goldene Strahl durch unseren Zentralkanal durch bis in die Mitte der Erde geht, bis in den goldenen Punkt der Erde, in der alles transformiert wird und diese wie ein Stamm eben einen ständigen Fluss von dem Sonnenlicht in unser Innerstes bis unsere Wurzeln hat und auch spürbar ist und wieder da rauskommt. Also eine Gesundheit, die man nicht spürt, eine Lebendigkeit, die man nicht spürt, eine Kreativität, aus der man nichts macht, ein göttlicher Kern, den wir nicht fühlen, der uns nicht mit glücklich macht, der nicht aus unseren Augen funkelt, der ist nicht das, worum es geht. Als kleines Kind habe ich mich immer gewundert, ich bin immer sehr gerne in die Kirche gegangen, weil meine ersten paradoxen Träume, die erinnere ich noch aus dem Alter, wo ich 3 war, und die konnte ich immer in der Kirche besonders gut irgendwie realisiert finden oder gespiegelt finden. Und ich erinnere mich noch, wie ziemlich früh ich merkte, der redet ja was anderes als was er fühlt. Also der Schwingungskörper dessen war in Dissynchronizität oder wie man spricht in der Musik, nicht in Resonanz mit dem. Also die verschiedenen Körper müssen in Resonanz sein. Und da entstehen Wunderheilungen, wenn mehrere Körper in Resonanz sind. Natürlich kann man einiges ausgleichen, indem man die Mineralien substituiert oder Hormone substituiert und so weiter. Da ist nichts verkehrt dran. Aber wenn auf der anderen Ebene ein Mangelgefühl da ist, im Gefühlskörper, dann wird dieser Mangel bestehen bleiben. Er wird immer wieder neue Mangelerscheinungen hervorrufen. Dann muss man auf dem Gefühlskörper etwas machen und vielleicht ein paar Paradigmen ändern. Die Paradigmen sind sozusagen unsere geistigen Strukturen, wie zum Beispiel im Erleuchtungszustand erkennt man, dass Reichtum in Überfülle für alle da ist. Auch auf der Welt könnten bei gerechter Verteilung problemlos 12 Milliarden Menschen leben. Das ist gar nicht das Thema. Es ist nur eine Frage, wie ist die Energie verteilt und wie sind wir selber durchlässig? Und ich finde, das hast du sehr schön beschrieben, Ophiel, diese Erfahrung, dass einer dieser Punkte, die uns daran hindert, jeder Einzelne, der gelöst wird und diesen Durchfluss wieder ermöglicht, uns die Chance gibt, eben in diese Ganzheit zu kommen, die im wahrsten Sinne ganzheitlich ist und die wir finden in dieser natürlichen, ganzheitlichen Gesundheit der indigenen Völker und die wir wieder erlangen müssen, um sozusagen diese Art von Gesundheit für uns und für die Welt und für die Natur und für die geistige Wirklichkeit ins Welt zu bringen. Das sind hohe Ansprüche. Heute steht der Merkur im Schützen. Das bedeutet, wir sind sehr idealistisch ausgerichtet. Vielleicht müssen wir noch ein paar praktische Dinge besprechen. Aber
Es ist wichtig zu wissen, dass tatsächlich die Schwingungsresonanz angehoben wird. So, wir hören manchmal, es wird einfach schneller. Die Zeit läuft schneller, die Resonanz ist schneller. Und als Feld brauchen wir uns alle gegenseitig, um uns zu unterstützen und das Feld hochzuhalten. Die Aufgabe in der jetzigen Zeit steht einfach bewusst wahrnehmen. Auf welcher Ebene wird diskutiert? Nicht auf diese Ebene einsteigen. Das ist ganz wichtig. Nicht auf die Ebene eingehen. Wir wissen, was macht man denn, wenn morgens kommt und Menschen möchten weiterschlafen? Das kann man auch als Symbol nehmen für weiterschlafen. Man verbarrikadiert die Fenster, oder? Damit das Licht nicht reinkommt, damit man das Morgenlicht nicht sieht. Also wird ganz, ganz viel mit Barrikaden gearbeitet. Es wird ganz, ganz viel blockiert, damit die Menschen nicht erwachen. Und wir müssen einfach nur das Licht reinlassen und durch uns durchlassen, ins Leben lassen. Ich benutze oft den Eindruck, dass alles das, was das Leben, also dieses Fluidum, dieses Feld blockiert, letztendlich Dämme baut. Und das ist der Ursprung des Wortes Verdammnis. Und das heißt nicht, dass wir in unserem Seelenkern, in unserem geistigen Kern verdammt sind, sondern unsere Lebensfluidum, unsere Lebenskraft ist verdammt in unsere Ewigkeit. Da ist ein Damm zwischen uns und unserer Ewigkeit. Und dieser Damm, der kann durch eine Impfung passieren. Ich sage nicht, ist es immer. Aber es kann und wir müssen es einfach wissen. Das ist meine Hauptbotschaft. Wenn ihr nach Hause geht und sagt, oh, jetzt habe ich ein Floh im Ohr. Eventuell könnte das Dilemma damit zu tun haben, dass es gar nicht stimmt, was uns alles positiv über Impfung erzählt wurde, dass wirklich genauso wie Antibiotika und Cortison und Beta-Blocker und alles, was blockiert, alles, was dich runterhält, deine Wärme, deine Liebe nicht entfaltet, deine innere Heilkraft nicht entfaltet, das ist einfach nicht der Weg. Und wenn du das spürst und auch Impfung damit einbeziehst und siehst, dass du eventuell in der frühen Kindheit schon geimpft bist und deswegen eine Angst in dir trägst, ein Misstrauen in deine eigene Gesundheit, ein Misstrauen in deine eigene innere, in dein eigenes innere Maß halten, in deine eigene innere Heilkraft, dann kannst du zusätzlich oder bevor du dich überhaupt mit Corona beschäftigst, damit Auseinandersetzung, diese Störung zu heilen. Es reicht meines Erachtens in aller Bescheidenheit nur meine persönliche Erfahrung mit vielen tausend Fällen, wo ich geholfen habe, nicht mehr aus, nur zu beten, nur geistig angebunden zu sein. Wir müssen aktiv das dunkle Prinzip in uns, dieses Kranke oder Böse, was uns eingeimpft wurde, müssen wir transformieren. Das ist Pluto, die Herausforderung, das zu transformieren. Du musst in deine eigene Kraft kommen. Du musst dich empören, wie seine Heiligkeit sagen. Du musst sagen, nein, so mache ich nicht. Und egal, wo ich Wunderheilung erlebt habe in Fällen von Krebs, sie gingen immer damit einher, dass die Menschen irgendwann gesagt haben, nein, ich lasse mir nicht mehr von draußen sagen, ich innerlich weiß es selber besser. Und dann besteht eine große, große Heilkraft, so wie wir diese Verantwortung übernehmen, wieder in Fluss zu kommen. Und bitte überlegt, ob eventuell eben wir auch schon dieses falsche Konzept von Impfung eingetrichtert haben und daran glauben und vielleicht selber auch irgendwie betroffen davon sind. Und wenn nicht, umso besser. Aber wenn, dann ist es gut, dass man das weiß. Ich würde ein Musikstück kurz einspielen, damit ihr eure Fragen in den Chatraum hineinschreiben könnt, dass wir einfach auch ein bisschen euch mitnehmen in diesem Prozess und schauen, was für dringende Fragen stehen jetzt an, die Felix dann in der letzten halben Stunde noch beantworten wird. Und nun, lieber Felix, du bist zurück von deiner Pause. Das, was die Leute am meisten beschäftigt, ist denn auch die Corona-Impfung ausleitbar, so wie die Kinderimpfungen, von denen du gesprochen hast? Und ist sie auch selber ausleitbar? Ja, das ist tatsächlich jetzt eine sehr wichtige Anlage und ich höre es eben immer wieder. Ich hatte am Anfang viele
Ich lebe ja hauptsächlich, so möchte ich mal sagen, zurückgezogen im Wald, in meiner kleinen Gebetshütte mitten im Wald. Aber dann komme ich doch immer wieder in die Welt, und um Menschen zu helfen. Und mit mal kamen eben diese ganzen Corona-Fälle, die waren alle relativ gut zu behandeln, muss ich sagen, weil die Menschen klar waren, nicht sehr weit von ihrem Weg weg. Und da konnte die Homöopathie sehr gut helfen. Dann bekam ich eine ganze Welle von Menschen, die an schweren, zum Teil schweren Krankheiten litten durch die Impfung, sodass ich eher die Seite kennengelernt habe von Nebenwirkung von Impfung. Und wenn jemand am ganzen Körper mit Allergie übersät ist und man dann hört, der Hausarzt hat gesagt, das kommt wohl von ihrem Hund, den haben sie zwar schon 9 Jahre, aber jetzt 2 Tage nach der Impfung haben sie bestimmt eine Hundehaarallergie erlebt, dann kriegt man einfach nur die Tränen. Also da ist man einfach, ich bin sehr betroffen gewesen von dieser Zeit. Und jetzt gibt es halt auch leider so, dass diese Fixierung des Systems auf die Unterdrückung einer bestimmten Thematik, genau wie bei den frühkindlichen Impfungen, dazu führt, dass das allgemeine Immunsystem in all seiner Flexibilität, in seiner Kreativität, in seiner Komplexität reduziert und geschwächt wird. Ich sage nicht, dass es nicht prinzipiell nicht wirkt, sondern nur, dass es zu einer ganzheitlichen Schwächung führt. Und ich habe die Ausleitung bisher meistens mit Potenzen 12, 30 und 200 gemacht. Und ich werde zeigen, und auch im Kurs zeigen, dass man das am besten doppelblind testet. Blind heißt, wenn ich es für jemanden mache und wir beide nicht wissen, was ich frage, welche Medikamente in den Kügelchen sind, so dass man einfach nur sagen kann, das, was du jetzt gerade hältst, ne, mit diesem Armtest, das, was du jetzt gerade hältst, brauchst du das oder brauchst du das nicht? Tut dir das gut oder tut dir das nicht gut? Hast du ein Problem damit oder nicht? Doppelblind heißt, man hat beide Seiten wissen nicht, was getestet wird, und die Energie allein gibt die Antwort. Dann hatte ich ausgetestet Menschen, die nach der ersten Impfung kamen, und wenn ich dann getestet hatte, tatsächlich, sie brauchen eine Ausleitung, dann frage ich immer als nächstes, welche Potenz soll das denn sein? Und dann frage ich 12, nein, 30, nein, 200, nein. Ihr habt gehört von Ofiel, da waren 3 Potenzen nötig. Aber bei Covid-19 waren mit mal die Tausender nötig oder die Zehntausender. 10.000 bedeutet, dass dort 20.000 Nullen hinterm Komma sind, bevor ein Atom sozusagen da wäre. Das bedeutet, es ist fast reine Energie. Nicht gereinigte, nicht geheiligte Energie, aber es ist reine Energie. Normalerweise gibt man eine C1000 oder C10.000 bei Lebensthemen. Also deswegen hatte ich so das Gefühl, oh, da hat jemand, nachdem ich das ausgehört habe, einen so tiefen Eingriff erlebt, dass das Karma für eine ganze neue Wiedergeburt ist. Es basiert darauf, dass die Menschen eigentlich natürlicherweise das Gefühl haben, dass sie ewige Wesen sind, dass sie unendlich sind, dass der Tod nur ein Durchgang ist und dass sie wieder da sind. Also bei den indigenen Völkern ist das Selbstverständliche von allem. Man redet mit den Armen so, wie man mit den Baumgeistern und den Tieren redet. Man weiß es natürlich. Und dieses Bewusstsein brauchen wir wieder, damit wir nicht Angst vorm Sterben haben, sondern in die Ewigkeit sozusagen uns erfahren können. Und dann sagte sie, ja, sie fühlt sich seitdem unglaublich ängstlich und wie besessen. Und ich habe getestet, wie oft muss sie das wiederholen? Und sie musste es nicht einmal wiederholen, sondern 10-mal, 10 Tage hintereinander eine C1000. Wer von euch irgendwas von Homöopathie versteht, wird wissen, dass das erstmal wie Irrsinn klingt. Eine C1000 gibt man einmal alle 6 Monate oder so etwas. Die schwingt einfach unglaublich tief. So tief ist dieser Eingriff gewesen, bis ins Innerste der
der Zellkern, die Zelle, die ist ein Symbol, die ist ein eigenes Bewusstsein, die ist ein Symbol von unserem eigenen Leben. Wir haben eine Haut, wir haben ein Innenleben, wir haben ein Herz. So hat auch die Zelle eine Haut, eine Schutzschicht. Da drin gibt es Mitochondrien, die so wie unser Herz das Leben pulsieren. Es gibt die Genstrukturen und so weiter und so fort. Es ist etwas sehr Lebendiges. Es ist ein Schwingungspalast. Und dort wird gezwungenermaßen etwas erzwungen. Und das ist ein sehr, sehr tiefer Eingriff, der natürlich, wie wir aus der Evolutionsgeschichte wissen und auch wie vom Institut Max-Planck-Institut in Berlin erforscht wurde, unausweichlich zu Rückbindung in den genetischen Code kommt. Und man spricht in der Homöopathie dann von den sogenannten Erbmiasmen. Das bedeutet, wir haben eine Belastung, so als hätten unsere Eltern, was weiß ich, die Syphilis gehabt oder Krebs gehabt und so weiter, dann besteht natürlich eine größere Wahrscheinlichkeit, dass wir das auch selbst haben. So ist es nach der ersten Impfung gewesen. Und diese Person hatte aber Angst, sich nicht ein zweites Mal impfen zu lassen. Und nach dem zweiten Mal hat der Test gesagt, ich kann es nicht ausbleiben. Und das habe ich immer wieder erlebt. Die Menschen, die ich getestet habe, haben getestet, es ist energetisch nicht auszuleiten. Aber dann habe ich eine andere Erfahrung gemacht und von der möchte ich euch gerne erzählen. Ich hatte eine Ärztin, die dem Druck nicht standhalten konnte in ihrer Klinik, wurden alle praktisch genötigt, sich impfen zu lassen. Und ihr wisst ja, wie ich vorhin erzählt habe, die Aufgabe, unsere Seele hat es ja gesucht, jetzt hier zu sein, um die Kraft zu entwickeln, mit vollem Herzen dem Christusbewusstsein in uns sozusagen zu dienen und nicht den dunklen Kräften der Angst und so weiter. Und das bedeutet eben manchmal auch, dass wir unser Leben danach ganz anders ausrichten müssen, ganz anderen Job brauchen, ganz andere Fähigkeiten entfalten. Aber sie hatte eben diese Arztposition in der Klinik und hat sich impfen lassen, obwohl sie nicht davon überzeugt war und hatte... Felix, Entschuldigung. Ich glaube, warte einen Moment. Okay. Jetzt bist du wieder da. Mhm. Okay, bin ich schon lange weg gewesen? Nein, es waren nur Zwischenstörungen. Irgendjemand war plötzlich frei und dann habe ich auf alle Ausschalten gestellt, damit okay. Man nicht Störgeräusche hat. Entschuldigung. Ich wollte gerne von diesem Erlebnis erzählen, das diese Wende darin gebracht hat und weswegen ich gerne heute auch gesprochen habe, weil ich eben das erlebt habe. Wir haben alles gehört, Felix. Ja. Alles gut. Diese Person, die... eine sehr seelenvolle Person und macht Yoga und macht viele spirituelle Dinge, ist eine wunderbare Psychologin und eigentlich dagegen. Aber sie hat nicht gewusst, welche Gefahren damit verbunden sind und hat sich zweimal impfen lassen. Und dann habe ich ihr von diesem geistigen Hintergrund erzählt, was das für Kräfte sind. Die sogenannten, in Anthroposophie spricht man von den soratischen Kräften. Das sind die Kräfte, die eben gegen das Leben sich wenden und die Menschen sklerotisieren und ihrer Freiheit berauben wollen. Und dass das Christusbewusstsein und die Hinwendung von Gott eigentlich das ist, worum es geht, dass wir uns frei, aus Freiheit für die Liebe zu Gott entscheiden. Alles andere macht keinen Sinn oder für das Innerste oder für die Wahrheit, wie immer wir das nennen wollen. Und sie war so traurig, sie war so ergriffen und hat es so tief bereut, dass sie geschluchzt hat und auf die Knie gegangen ist und in der Praxis zu Gott und zu Christus gebetet hat, dass er ihr verzeihen möge und dass sie ab Zukunft auf jeden Job verzichten wird und dass sie sich in den Dienst stellen möchte, was dafür zu tun, dass die Menschen wissen, was da für Kräfte hinterstehen und in sozusagen eine Jeanne d'Arc, eine Kämpferin für die Befreiung von der Impfpflicht und so weiter zu sein in ihrem medizinischen Feld. Und ich habe etwas weggeschaut, um sie in ihren eigenen Prozess zu lassen. Man schaut ja auch nicht direkt hin, wenn jemand mal in so ein kathartisches Gebet verfällt. Aber der Raum, der war mit mal von so viel Licht erfüllt, wie es keine Worte beschreiben mögen. Ich glaube, Zehntausende von Engeln waren da. Große Kräfte von Licht habe ich gespürt. Es wurde alles ganz, ganz hell. Und es war unendlich weit nach unten offen, unendlich weit nach oben offen.
Und es strömt einfach nur so, dass mein Körper, der in Resonanz mit ihr war, fast wie gezittert hat. Und ich habe sie dann kurz in die Arme genommen und gesagt, lass uns noch mal testen. Und wir haben noch mal getestet und der Test, ob sie ausleiten kann, war positiv. Und das wollte ich mit euch teilen. Wenn wir die richtige, wenn wir diese Einstellung haben, dass wir wissen, worum es geht, dass wir uns sozusagen verirrt haben, dann ist das Erbarmen des Göttlichen, das Erbarmen der Lebenskraft, der Mutter Gottes, das Erbarmen des Universums ist unermesslich. Es gibt nichts, was nicht möglich wäre. Also kann ich nur sagen, man kann es aus, wir können es ausladen, aber nicht mehr alleine. Das ist meine feste Überzeugung nach all den Hunderten von Testungen und Erfahrungen, die ich seitdem gemacht habe. Wenn jemand kommt und sagt, ey, cool, ich lasse mich zweimal impfen und dann leiten wir das aus, dann weiß ich, dass das nicht gehen wird. Das sind so große Kräfte, müsst ihr euch vorstellen, das sind Kräfte, die universell wirken. Da geht es um Menschheitsgeschichte, da geht es um Epochen, Zeitalter, das lemurische Zeitalter, diese verschiedenen Zeitalter, da geht es darum, dass unsere Sonne sich dem galaktischen Zentrum nähert, nicht darum, ob der Mond nun so kreist oder so, welche Sternzeichen wir sind. Da geht es um andere Kräfte, denen können wir nicht mit ein bisschen, die können wir nicht austricksen. Es geht wirklich um unsere ewige Seele, ob wir diese Anbindung finden und eigentlich eher, ob wir auserwählt sind oder nicht. Wenn wir auserwählt sind, dass wir das ausleiten können und diese Anbindung wieder finden, dann ja, dann geht das. Da bin ich ganz optimistisch. Und das ist vielleicht meine Botschaft für heute zum Abschluss. Es gibt, die Kräfte sind groß. Wir haben gewählt, in dieser Zeit hier zu sein und der Widerstand. Es gibt keinen Grund zu jammern. Warum ist das so? Es ist einfach so. Es gibt diese Kräfte. Und wir sind berufen, ins Licht zu fliegen. Und wir sind berufen, darin stark zu sein und uns gegenseitig zu unterstützen. Darin werden wir unterstützt aus der Welt, aus der Zukunft, aus dem Erbarmen, was unmittelbar so schön, wie du eben gesungen hast, O Mani Padme Hum, oder die Musik, die du gespielt hast. Dieses unendliche Erbarmen, was dann auch zu einer Heilkraft werden kann und mit dem es dann mehrere Methoden gibt, die wir anwenden können, um auf den verschiedenen Ebenen die verschiedenen Dinge auszuleiten. Wir dürfen nicht denken, dass das nur mit dem Gebet geht. Es geht nicht nur mit irgendeiner Ausleitungssubstanz. Es geht nicht nur mit der Schwingungsmedizin, nur ein homöopathisches Mittel. Es reicht nicht. Es ist eine Kraft, die durch alle Ebenen uns gepackt hat, an den Haaren zieht und uns in eine Richtung schleppen will, in der wir nicht gehen wollen. Dann muss man sich eben auf diesen Haarschopf verzichten, sich den ausreißen lassen und sagen, ich gehe aber in die andere Richtung. Aber dafür bist du dann frei. Und dann müssen durch alle Ebenen, das ist immer dieses Vertikale, es muss durch alle Ebenen gehen. So wird das Christusbewusstsein beschrieben. Es geht durch alle Ebenen und dann ist nichts unmöglich. Und wenn wir alle Ebenen einzeln bedenken, so wie die Alchemisten das gemacht haben, Solve und Coagula, wir müssen praktisch dann auf jeder Ebene die richtige Methode finden, das auszuleiten. Und auch hier wieder, es ist individuell. Ich werde die verschiedenen Methoden am dritten Tag unseres Kurses vorstellen, welche Ebene, welche Methode braucht. Aber auch dann müssen wir Zugang zu unserer individuellen Wirklichkeit haben. Und ob mit Pendel oder Kinesiologie und den anderen Methoden, von denen ich 5 darstellen werde, Zugang zu unserem ganzen Feld finden. Und dann entscheiden, diese Methode, die wirkt bei mir auf dieser Ebene. Diese Methode kann aber bei dir nicht wirken. Das ist eben das Zeitalter der absoluten individuellen Medizin, in die wir hineinwachsen. Und es ist toll, weil wenn wir es dann schaffen und das ausleiten und hinterher strahlend gesund sind, als wir, vielleicht gesünder, als wir jemals vorher waren, weil wir diese Lektion so integriert haben, dann sind wir wirklich, gehören wir zu der Saat, zu dem, was noch entstehen will und was dort noch auf uns zukommt. Und wenn ich so sehe, in welchem Alter wir sind,
dann können wir das alle noch miterleben. Das ist die Lektion, die ich eben aus dieser eigenen Erfahrung mit Patienten gemacht habe. Und ich sehe, dass einige etwas erschüttert sind und fassungslos, weil es sehr kräftige Dinge sind. Aber es ist halt tatsächlich so, wir sind erst am Ende der Geschichte. Der Pluto steht noch im Steinbock. Wir müssen uns noch auf eine Durststrecke einstellen, dass wir dadurch in dieser meditativen Haltung anschauen, machen, uns frei machen. Je mehr wir uns frei machen von alten Blockaden und so weiter, je besser sind wir gewappnet, wenn wir Corona bekommen. Und Corona ist derselbe Geist wie der Impfstoff. Also beide sind wie im Mühlespiel so eine Zwickmühle. Egal, ob du dich so oder so entscheidest, du bist immer in einer Zwickmühle. Das ist sozusagen das Ziel beim Mühlespielen. Ne? In der Kriegsführung wird das ja auch so gemacht. Jemand in eine Falle locken, egal wie man sich dreht und wendet, überall ist schon der Feind. Da kommen wir nur raus, indem wir auf diese Metaebene gehen, indem wir die verlassen und von oben das Sehen ganz ruhig betrachten. Ach so, das ist das Spiel, was gespielt wird. Ich entscheide mich dafür und dann in diesen Fluss kommen und dann werden wir erlöst. Das ist mein Glaube, meine Erfahrung und ich hoffe, dass ich euch damit anstecken konnte. Wow, Felix, vielen, vielen Dank. Also der michaelische Geist, in die Mitte zu kommen, in die Vertikale, ist die Lösung, die du uns heute anbietest. Und ich bedanke mich von Herzen, dass du diesen Vortrag uns geschenkt hast heute. Ich möchte einfach zum Abschluss nochmal sagen, mein ganzes Herz gilt den indigenen Völkern in dieser Stunde. Die werden ganz besonders angegriffen, die haben nämlich das reinste Feld, die haben noch dieses Fluidum, diese Verbindung in die Ewigkeit bis in die Mutter Erde hinein. Egal ob Australien, meine Freunde, meine indigenen Freunde, ob in Neuseeland, ob in Südamerika, alle berichten, dass sie unglaublichen Kräften ausgesendet werden, zwangsgeimpft werden, die Kinder eingesperrt werden, zwangsgeimpft werden und so weiter, weil dieser Kraft sich aus diesem Fluidum unserer Seele ernährt. Diese Kraft, das ist wie ein karmischer Gürtel, den wir in anderen Leben selbst alle mitgeschafft haben, durch jeden materialistischen Gedanken, durch jeden dunklen Gedanken, durch jedes egoistische Gefühl. Es gibt einfach das Karma, dass alle unsere Seelen mal miterlebt haben und wir jetzt gekommen sind, das aufzulösen. Und diese Kraft, die nährt sich davon. Und die hat diese Spaltung gesät. Und wenn wir uns da dürfen wir uns nicht reinziehen lassen, sonst ernähren wir diese dunkle Wolke, wo immer unser Herz hingeht. Aber wenn wir auch an die indigenen Völker denken, die diese ursprünglich reine und heile Schwingung noch aufrechterhalten, dann wäre ich euch sehr dankbar. Möchtest du tiefer in das Wissen von Felix eintauchen? In Zusammenarbeit mit Koseka, der Online-Tochter des Kamphausen Verlages, haben wir drei Tools für dich erschaffen, mit denen du weitermachen kannst. Die Aufzeichnung der dreiteiligen Online-Schulung Impfnebenwirkungen selber erkennen und ausleiten. Die Aufzeichnung des Online-Seminars Die spirituelle Dimension von Impfungen. Und schließlich das Impfkartenset nach Felix Idris Baric. Alles zu bestellen bei Koseka. Viel Freude damit! Sakale takachai, jisse simmer.